Wir sind heute hier am Duisburger Hafen und hier werden jährlich fast 60 Millionen Tonnen Güter aus aller Welt umgeschlagen, auf Schiffen, auf Zügen, auf LKWs. Und das ist übrigens mehr als an jedem anderen Binnenhafen in Europa. Und dank 5G sollen hier in Zukunft sogar noch mehr Container verladen werden. Wie das funktionieren soll, das zeigen wir euch heute. Auf dem Hafengelände an der Mündung der Ruhr in den Rhein entsteht ein riesiges 5G-Testfeld. Dazu wird die Telekom Teile des Areals Lockport 1 in Duisburg-Rheinhausen mit 5G versorgen. Das Gelände umfasst eine Fläche von 265 Hektar und ist damit so groß wie 370 Fußballfelder. Gemeinsam mit weiteren Projektpartnern werden die Uni Duisburg-Essen und die Duisburger Hafen AG hier im Projekt 5G Smart Lockport neue Logistiklösungen auf Basis von 5G entwickeln und testen. Eine wichtige Rolle spielen dabei intelligent vernetzte Containerkräne. Was wir jetzt hier im Hafen uns speziell anschauen wollen, ist die Digitalisierung aller Einheiten des Hafens, die für eine teilautomatische Kranfahrt erforderlich sind. Wir haben ja Dinge wie zum Beispiel Terminal Operating System, Kranmanagement System, jede Menge Züge, wir haben hier LKWs und wir müssen diese Einheiten im Prinzip digital erfassen, wenn wir in der Lage sein wollen, zukünftig teilweise diese Kranfahrt zu automatisieren. Warum braucht es 5G dafür? Um einen Kran automatisch fahren zu lassen, müssen wir die Umfeldüberwachung hier im Prinzip extrem aufrüsten. Das heißt, wir müssen sehr viele Kameras hier in die Nähe des Krans bringen, der die gesamte Umgebung hier im Prinzip analysiert. Hier fahren LKWs, hier fahren Züge, hier laufen Menschen. Und diese Datenraten, die wir damit ins Netz streamen, können wir nur mit 5G, also nur die 5G-Zelle bietet genug Kapazität, um diese Daten auch in die Zelle zu streamen. 5G ist aber nicht nur für Containerkräne wichtig, es hilft auch anderen Unternehmen, die hier am größten Binnenhafen Europas tätig sind. 5G bietet eben für die Unternehmen im Duisburger Hafen die Möglichkeit, neue Anwendungen im Bereich Logistik und Supply Chain auch zu erproben. Wir haben das Problem, dass wir heute als Hafen begrenzt sind im Wachstum. Wir bekommen nicht neue Flächen. Wir müssen eben schauen, dass wir die bestehende Infrastruktur besser auslasten. Und sag mal, man denkt jetzt nur an Schiffe, wenn man an den Hafen denkt, aber es gibt ja nicht nur Schiffe hier. Ne? Genau, also man denkt nur an Schiffe, genau richtig, aber der Hafen ist mehr als die Schiffe. Es sind 20.000 Schiffe, die den Hafen jährlich ansteuern. Viel wichtiger ist aber eigentlich sogar der Bahnumschlag im Hafen. Also wir haben natürlich auch viele Züge, 25.000 Züge pro Jahr, die hier abgefertigt werden. Und das wiederum muss natürlich synchronisiert werden, auch mit den LKWs, die den Hafen ansteuern, die beispielsweise in den Hafen kommen, um Container auf der letzten Meile zuzustellen. Also wir haben hier drei Verkehrsträger, die miteinander synchronisiert werden müssen. Und das macht halt auch eine große Komplexität aus. Kann Duisburg ein Vorbild für andere Häfen in Deutschland und darüber hinaus sein? Ja, definitiv. Also das Thema Teilautomatisierung in Containerhäfen, das ist einmalig. Also das gibt es in keinen anderen Binnenhäfen. In Seehäfen wird sowas schon erprobt, teilweise mit anderer Technologie tatsächlich. Aber in Binnenhäfen ist das einmalig und das kann tatsächlich ein Vorreiter sein für andere Häfen auch und kann auch übertragen werden natürlich auf andere Häfen. Damit all die Innovationen hier laufen, stellen wir hier ein 5G-Campusnetz bereit. Das ist ein lokal begrenztes Mobilfunknetz, das die besonderen Erfordernisse des Hafens erfüllt. Wir haben hier unser öffentliches Mobilfunknetz genutzt und auf diesem öffentlichen Mobilfunknetz bauen wir einen sogenannten Campus M. Wir bieten dem Kunden eine besondere Qualität, sodass er sozusagen abgeschirmt seine Daten verwenden kann, um diese Industrieanwendung, die wir jetzt hier im Hintergrund sehen, auch wirklich nutzen zu können. Und erklär nochmal technisch, was sind denn die Vorteile von 5G im Allgemeinen und jetzt hier speziell am Hafen? Technisch gibt es viele Vorteile von 5G, die über mehr Bandbreite hinausgehen. Mehr Bandbreite gibt es auch, gute Nachricht, ist für uns alle wichtig. Aber es gibt auch viele Vorteile, wo man aus dem Netz heraus zum Beispiel eine Reaktionszeit, es ist so ein bisschen wie ein Reflex bei uns selber. Wann reagierst du, wenn man dich anfasst oder so? Die Latenzzeit des Netzes ist deutlich geringer geworden bei 5G und man kann sie nunmehr auch noch steuern. Es gibt noch andere Sachen wie zum Beispiel Ortung. Also wo befindet sich konkret ein Container? Das kann man im 5G-Netz nachvollziehen. Im Endeffekt geht es ja darum, vielfach Daten zusammenzubringen, um diese auswerten zu können, um dann mit diesen Daten das Geschäft besser steuern zu können. Im Endeffekt, gerade bei Logistik, geht es hauptsächlich um Effizienz.
Also 5G liefert hier ordentlich Netzkapazität für all die Anwendungen am Hafen, wie zum Beispiel die teilautomatisierten Kräne. So können dank 5G hier in Zukunft noch mehr Schiffe ihre Anker setzen. Wir halten euch natürlich über das Projekt auf dem Laufenden, aber schreibt uns doch mal gerne in die Kommentare, was ihr vom Duisburger 5G-Hafen haltet. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen hoch da. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann nutzt die Kommentarfunktion unterhalb. Und wenn ihr kein Video mehr zum Netzausbau der Telekom verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke. Und hier geht's zum nächsten Video. Hier könnt ihr euch anschauen, wie der HSV mit 5G sein Training verbessert. Ich sage Ahoi aus Duisburg und bis zum nächsten Mal.